Hallo, mein Name ist Katja Amberg. Ich bin Hypnosetherapeutin, Paartherapeutin und Mentalcoach. Ich habe mich auf das Gebiet der toxischen, narzisstischen Beziehungen spezialisiert und das schon seit einigen Jahren. Und ich freue mich immer wieder, die Betroffenen da rauszuholen, zu erkennen, was da vorgefallen ist, die Zusammenhänge zu erkennen. Und das Allerwichtigste ist, die eigenen Muster zu lösen und sich davon zu befreien, dass man eben diese Erfahrung nie wieder machen muss. Denn solange, ist klar, sage ich immer wieder, das Muster drin ist, muss man wieder und wieder und wieder diese Erfahrung machen. Ob nun mit einem Partner oder am Arbeitsplatz oder im Freundeskreis, das zieht sich ja dann wie ein roter Faden durch. Und es muss eigentlich am Ende immer schlimmer werden. Es ist mit allen Dingen, ja, verdrängte Ängste werden mit der Zeit immer schlimmer. Genauso diese Muster, die an einem selber nach Auflösung schreien. Ja, alles in dir möchte Heilung, alles in dir möchte ausgeglichen sein und fließen, wie man so schön sagt. Und so ein Muster ist wie eine Blockade und da spürt dein inneres Selbstregulationssystem, da ist was nicht in Ordnung. Und deswegen kreiert auch dein inneres System auch immer wieder diese gleichen Themen und gleichen Probleme mit dem Versuch, die endlich zu lösen und endlich dieses Gleichgewicht in dir wiederherzustellen. Dass das natürlich nicht gelingt, solange man noch nicht weiß, wie, ist klar, diese Erfahrung hast du gemacht. Deswegen mache ich ja auch die Videos, um eben zu erfahren, wie es geht. Also es geht hier vor allem natürlich um Aufklärung, um Erklärung der Zusammenhänge, aber vor allem um Lösung. Das ist mir ganz, ganz wichtig, ja, weil jede Erklärung, da weiß man, okay, so und so ist das. Was mache ich jetzt damit? Und jetzt? Jetzt weiß ich alles über Narzissmus, jetzt weiß ich alles über die Zusammenhänge, geht es mir da jetzt schon viel besser? Es ist zwar Licht reingekommen, aber es tut immer noch weh, ne? Und da, deswegen mache ich das und das ist ja auch die Arbeit in meiner Praxis, dass eben ganz gezielt das, was weh tut, gelöst wird und dass sich Gedanken, Verhaltensmuster wirklich grundlegend verändern können und das ist möglich. Ganz, ganz klar. Man muss es aber natürlich wollen. Ja, das, aber alle, die zu mir in die Praxis kommen, ist doch klar, die wollen das. Ja, also niemand wird hierher geprügelt. Alle greifen selber zum Telefonhörer oder schreiben mir eine E-Mail eben dann in dem Moment, wo man soweit ist. Es ist auch ein Weg. Also man braucht auch manchmal eine Weile, bis man merkt, oh, jetzt will ich wirklich starten. Und da hat jeder seine Zeit, jeder sein Tempo und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Heute dieses Thema von dem Video wurde sich gewünscht und ich weiß auch, dass es sehr, sehr viele betrifft und auch immer wieder ganz viele Fragen aufwirft. Gerade die Betroffenen eben von stark narzisstischen Menschen oder auch sogar mit psychopathischen Anteilen mit Fragezeichen zurückgelassen werden und die Welt nicht mehr verstehen. So passiert es auch manchmal in wirklich langjährigen Ehen oder gerade wenn ich Klienten habe, die 20, 30 Jahre verheiratet waren, wo die Ehe oftmals eine Zeit lang okay war. Also da, ich will jetzt nicht sagen, dass diese Frauen glücklich waren, das könnte ich jetzt auch nicht sagen, aber es war so normal und so okay, wie der Partner sich verhalten hat, weil man ja noch viel, viel mehr in diesen Mustern drin war und überhaupt nicht gesehen konnte, was da geschieht, weil diese Verhaltensweisen von dem Partner so normal sind. Ja, oftmals sind das Ehen, wo man schon ganz, ganz früh zusammenkommt. Ja, also wo man ganz jung ist. Manche sind mit 13 Jahren schon mit diesen Menschen zusammengekommen. Andere mit 16, 18, dann wird geheiratet und dann kennt man gar nichts anderes und denkt, das ist normal. Ja, aber wir sind halt eben jetzt in einer Zeit, wo sich sehr, sehr viel verändert. Ja, wo nicht nur durch Internet, durch Aufklärung, durch Videos, das gab es ja früher alles gar nicht. Da musste man sich ein Buch holen. Und jetzt können sich so viele Menschen miteinander austauschen. Aber es ist auch eine andere Zeit, es ist eine schnelllebige Zeit, es ist eine höher schwingende Zeit. Das ist definitiv so, dass die Schwingungsfrequenz der Erde sich erhöht und jetzt alles viel, viel schneller auffliegt oder in Reibung kommt, als es noch vor einigen Jahren war. Ja, also man sagt ja auch so diese 2012-Wende, das ist auch das, was viele spüren, wo alle sagen, Mann, was ist denn das hier für ein Hype mit den Narzissten? Ist das hier eine Modeerscheinung? Nee, die Narzissten hat es schon immer gegeben. Aber jetzt knallt es hoch, jetzt kommt es an die Oberfläche, jetzt bleibt es nicht mehr versteckt.
Jetzt haben die Betroffenen die Chance, das zu erkennen und sich daraus zu befreien. Das konnten viele Frauen und Männer vor vielen Jahren noch lange nicht. Ja, da ist man wahrscheinlich daran zugrunde gegangen und hat Krankheiten entwickelt und ähnliches, ja. Das Thema von diesem Video, ich will nicht zu weit ausschweifen, aber es ist dennoch wichtig, das mal zu erwähnen, ist eben dieses, ich hatte ja schon gesagt, wenn die Maske am Ende fällt, ne, die fällt ja meistens dann ganz zum Schluss, wo man dann sieht, oh Gott, mit was für einem Menschen war ich zusammen, den kenne ich ja gar nicht, der ist mir ja so fremd. Und alles, was man mit ihm erlebt hat, wo man gefühlt, selber gefühlt hat und gespürt hat, das war dem auch wichtig. Oder Kinder oder Erlebnisse, wo man ja das ganz doll gefühlt hat, das ist für den plötzlich bedeutungslos. Oder Dinge, wo man sich aufgeopfert hat, wo man geholfen hat, wo man am Krankenbett lag, wo man alles für diesen Menschen, natürlich, weil man ihn geliebt hat, ja auch gemacht hat, das ist überhaupt nicht wahr. Das ist für diesen Menschen vergessen. Im Gegenteil, am Ende wird es so gedreht, du bist schuld, du hast nie was gemacht, alles, was man getan, gemacht, in diesen Menschen, ja, kann man sagen, investiert hat. Deswegen, es ist ja nicht die Liebe, wenn man in Liebe investiert, ja. Das ist ja dann eben dieses Muster von Co-Abhängigkeit, von Gefallen, von um Liebe kämpfen wollen, ne? Das ist ja dieser Irrtum, dass so die Liebe geht und die so funktioniert. Das kann man auch niemandem vorwerfen, weil wir haben es ja so gelernt. Also die Betroffenen von den narzisstischen Menschen haben es so gelernt, dass Liebe geht, den anderen ganz wichtig zu nehmen und für den ganz viel zu machen. Und dann bleibt am Ende dieser Schockzustand, es mit einem Menschen zu tun zu haben, für den das alles gar keine Bedeutung hat, der das alles in die Tonne tritt, der null Gefühl da hatten, überhaupt nicht registriert, was man alles für ihn getan hat. Und spiegelt sich halt eben auch diese fehlende Empathie wieder. Dieses, er kann nur für sich denken, er kann nur für sich fühlen, was da nach außen, was das alles mit den Menschen macht. Das ist überhaupt nicht auf dem Schirm, das ist einfach nicht greifbar. Und wie immer, es soll jetzt keine Entschuldigung sein, sondern nur die Erklärung, dass er das einfach nicht fühlen kann, weil er diese Gefühle abgespaltet hat. Wenn es sich natürlich um einen voll narzisstischen oder fast schon psychopathischen Menschen handelt, das höre ich ja auch immer wieder, dass da Verhaltensweisen sind, richtige, krasse Verhaltensweisen, wo Menschen und Tiere mit Absicht geschadet wird. Und wo wirklich so eine ganz eiskalte Skrupellosigkeit, Gewissenlosigkeit vorliegt, ja. Trotz allem muss man eben schauen, ey, warum bin ich denn da drin? Woher kenne ich das? Das darfst du dann auch erkennen, dass auch diese ganzen Gefühle, diese Verbundenheit, die du mit ihm gefühlt hast, sicherlich, vermutlicherweise nur du alleine gefühlt hast. Ich kann es ja, man kann das ja immer nicht auf alle überstülpen. Jeder Mensch ist anders. Jeder, der narzisstische Anteile hat, ist anders. Man kann jetzt nie 100% sagen, dieser Mensch fühlt null, überhaupt gar nichts. Das will ich jetzt nicht sagen. Ich denke, für bestimmte Momente hat er das vielleicht schon gefühlt oder so gemeint. Also zumindest fand er diese Zeit mit dir und die Erlebnisse mit dir sicherlich auch schön, aber er kann es eben immer nur so für sich fühlen. Er kann nicht spüren, was es für dich bedeutet. Das kann er spielen, das kann er dir spiegeln, das ist auch das, was du natürlich sehen möchtest, das ist auch das, was du in ihn hineinprojizierst. Und es ist tatsächlich so, wenn du dann denkst, oh Gott, dieser Mensch, was wir alles erlebt haben, und das ist für ihn überhaupt nicht wahr, das ist für ihn nicht geschehen, habe ich hier in einer anderen Welt gelebt. Es ist so, dass wirklich die, ich sage jetzt mal Narzissten, wenn es denn eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ist, tatsächlich in ihrer Privatrealität leben. Wirklich tatsächlich in ihrer eigenen Welt. Und da sind auch meiner Meinung nach immer zwei Teile vorhanden. Ein Teil, dem bewusst ist, ich kreiere hier meine Welt, das ist alles gar nicht so, aber ich mache mir die einfach schick und biege mir das zurecht
Und wo natürlich schon gewusst wird, dass das nicht die Wahrheit ist, dass das nicht die Realität ist. Es kann sicher sein, dass der Narzisst weiß, ja, meine Frau war ja immer bei mir. Aber ich sag mir jetzt einfach, nö, die war nicht bei mir, weil die verlässt mich jetzt und die will mich nicht. Und dann will ich die jetzt auch abstrafen. Also das sind schon bewusste Teile dabei. Aber es können eben auch unbewusste Teile sein. Das musst du dir so vorstellen, dass der Narzisst am Anfang schon bewusst weiß, ich biete mir jetzt hier meine Wahrheit zurecht und sich das dann so einredet und so als seine eigene Realität kreiert, dass er am Ende selber dran glaubt. Also er verleugnet dann die Realität und die wirkliche Wahrheit, genauso wie er seine Gefühle abspaltet, spaltet er auch Teile der Wahrheit so ab, dass er tatsächlich selbst an seine eigene Wahrheit glaubt. Du warst nie für mich da, du bist ja fremdgegangen oder sich irgendwas selber einredet, weil er es will, weil er es glauben will. Da ist auch wieder viel Projektion dabei. Teile, die er bei sich nicht annehmen kann, werden nach außen projiziert, abgespalten und diese eigene Welt, in der er lebt, ist eigentlich auch wie sein Schutz, um nicht fühlen zu können, fühlen zu müssen. Das ist so krass abgespaltet. Und das kann natürlich nur ein Mensch, der keine Empathie hat, der kein Mitgefühl hat. Ein so ein bisschen fühlender Mensch würde das gar nicht aushalten. Ja, der würde dann irgendwann, da würde irgendwas durchblitzen unter dieser falschen Wahrheit, die er sich dann zurechtgelegt hat. Aber das ist dann für diesen Narzissten so seine eigene Welt, deswegen sagt man, das ist die Privatrealität, dass er selber dran glaubt. Er glaubt dann selber felsenfest dran, dass die Narzissten oder Psychopathen, die kannst du an einen Lügendetektor anschließen und der schlägt nicht aus. Der schlägt nicht aus, weil die einfach das Gefühl so abspalten, diese Reue oder ja, es ist ja so, dass jeder Mensch das schon hat, aber die haben das so abgespaltet. Reue, Gewissen, Schuldempfinden ist gerade bei Psychopathen null vorhanden und bei Narzissten eben auch stark reduziert. Das heißt, jeder Mensch, der irgendwo was zusammenlügt, schlägt irgendwo aus. Also man kann, das sind ja diese unbewussten Reaktionen, wo der Herzschlag schneller wird, wenn man nicht die Wahrheit sagt. Aber das geschieht bei diesen Menschen nicht. Also es ist tatsächlich so, dass ein Lügendetektor bei diesen Menschen nicht ausschlägt. Und tatsächlich der Lügendetektor dann sagt, dieser Mensch spricht die Wahrheit. Aber er spricht seine eigene Wahrheit, seine eigene erschaffene Realität, die für ihn wie die Wahrheit ist. Wo er in dem Moment, wo er selber beginnt daran zu glauben, schon vergessen hat, dass er das selber kreiert hat. Ja, ich hoffe, du kannst mir folgen. Also von daher ist es vollkommen sinnlos, dort mit Argumenten, mit Fakten dem Narzissten zu überzeugen, dass er nicht im Recht ist, dass die Realität was anderes ist. Er wird darauf beharren und sagen, nein, 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 das ist nicht so. Ja? Vielleicht hat dieses Video dazu beigetragen, damit einige Fragen für dich hier auf dieser Ebene beantwortet sind. Ja? Dass du auch wieder dann nur dass du akzeptieren kannst, dass er so ist, wie er ist, dass er das nicht sieht, dass er das nicht fühlt, weil du weißt, er hat auch diese Lehre und diese Muster, du kannst ihn aber nicht retten, er will ja auch nicht gerettet werden, würdest du gar nicht können, solange er so weitermachen will, wird das machen, du hast keinen Einfluss darauf, worauf du Einfluss hast, ist auf dich selber, auf deine eigene Heilung, auf deine eigene Befreiung, zu gucken, wo kommt das her, wo habe ich einen Menschen in meiner Kindheit ganz anders gesehen. Und dahinter gab es noch eine dunkle Seite, die ich nicht sehen wollte, weil ich da auch ganz klar Mama, Papa idealisiert habe oder auch diese dunkle Seite aus Selbstschutz ablehnen, abspalten musste, um zu überleben. So. Ich muss jetzt leider abbrechen, ich habe den nächsten Termin. Es war mir wichtig, dieses Video jetzt hochzuladen, damit du schon diese Antworten hast. Alle, die es betrifft, mal gucken, vielleicht mache ich nochmal ein anderes Video, wo ich es dann nochmal erkläre oder falls noch Fragen jetzt übrig geblieben sind. Ich wünsche dir, dass du auf deinen Weg kommst, dass es dir gut geht, dass du deinen Weg gehen kannst, auch wenn es nicht jeden Tag
klappt. Auch wenn ich jeden Tag 1000 Ursachen gefunden und gelöst werden können, so ist doch jeder Tag, auch wenn es in kleinen Schritten vorangeht, wichtig und wertvoll. Also schön dran denken, jeder Tag ist ein Geschenk und bis zum nächsten Video. Tschüss!